right before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Gut, damit werden die Verhältnisse für heute auch geklärt. Hanna. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin's wieder. Seth. Das ist nicht lustig. Falls ihr euch fragt, warum in meinem Hintergrund eine Luftmatratze zugegen ist, ihr irrt euch. Nein, Spaß. Lenas Freund ist da und ich muss hier schlafen. Nein, Spaß. Wir haben Besuch und dieser Besuch darf selbstverständlich in der Zentrale hausen, Freunde. Wenn ihr das auch mal wollt, habt ihr leider Pech. Kein Pech hatten wir mit den Games in letzter Zeit. Und da kann ich euch fröhlich berichten. Unsere Lieblingskekse backende heute Plätze machen. Spinnenzüchtende Baseballspielerin hat ein Remake bekommen. Boah, Alter, geil, ey. Oh, shit. Da hat's mir vor Aufregung doch glatt die Falten aus dem Gesicht geprügelt. Herzlich willkommen zu Granny Remake. Granny Neuauflage. Ja, auflegen werde ich auf jeden Fall und zwar mit meinem Fressbrett auf dem Holzboden. Freunde, ich bin sehr, sehr aufgeregt da drauf. Ich glaube, das wird ein Brüller. Lasst ihr doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Helft mir zu den 700k. Wir stehen kurz davor. Würde mich riesig freuen. Ansonsten mögen euch Mathe-Hausaufgaben heimsuchen. Ey, ich bin verwirrt. Oma nimmt Gegenstände auf. Heißt das, die versteckt mein Zeug? Sehe ich die von oben, vom Gelände aus, mit meinem Schraubenzieher irgendwie rumlaufen oder so? Oh, nee. Bevor wir uns an die Challenge wagen, versuchen wir es doch erstmal auf leicht. Okay. Wir sind doch hier auch nicht drinne. Wir machen nicht im Zimmer auf, schmeißen eine sauteure Ming-Vase um und machen sie damit so sauer, dass sie uns die Scheiße aus dem Leib prügeln möchte. Warum liegt dieses Haus mitten im Wald? Ach, das ist gar nicht meine Granny! Ich bin einfach bei irgendjemandes Oma gelandet. Ah, jetzt kommen wir wieder auf die Ming-Vase zu sprechen. So. Ärmel hochgekrempelt. So. Los, je. Schrank. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch auf demselben Stand sind. Ja, schick sieht es aus. Das Ding hat übrigens Geld gekostet. Wie ist das eigentlich möglich, dass andere Leute dasselbe Spiel nochmal machen und das verkaufen? Kann mir das irgendwer erklären? Ist das abgesprochen? Oder leben wir tatsächlich in der Matrix? Betrachten. Bist du wach? Oh, welche zarten Träume musst du in meinem Bett... Entschuldigung, ich hab mich verschluckt. Es tut mir leid, aber ich musste dich für eine Minute allein lassen, da es immer so viel Hausarbeit zu erledigen gibt. Ich weiß, dass du hier nichts verstehst. Jetzt disst sie auch noch meine kognitive Leistungsfähigkeit. Und ich muss sagen, ich verstehe deine Angst. Denn ich bin wirklich hässlich, hätte da in Klammern hinzugefügt werden müssen. Denn nichts kann mit dem Horror des Unbekannten verglichen werden, nicht wahr? Lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten, mein Lieber. Ich habe immer davon geträumt, einen Gast wie dich zu haben. Mein Hunger erwacht nur in der Morgendämmerung, wenn das Licht kaum beginnt, die Fensterscheiben zu berühren. Es geht nicht um Ethik oder Moral, sondern um Knochen. Ach, um Kochen. Achso. Sorry. Ich dachte, das würde jetzt hier so ein Hänsel- und Gretel-Scheiß. Meine Suppe wird am köstlichsten, wenn... Du weißt schon, oder? Ich weiß auch, du hast Angst. Du musst verängstigt sein, aber wisse, dass meine Kunst nicht nur Horror ist. Es ist Kunst. Das sag ich dem Finanzamt auch immer. Wenn ich dich schneide, werde ich es mit Liebe tun. Genau wie jede Großmutter für ihr Enkelkind empfindet. Also bitte akzeptiere den Gedanken, dass du nicht umsonst hier bist. Du wirst einer großen Sache dienen. Meine Suppe wird so köstlich sein, dass ihre Süße selbst durch den bitteren Geschmack deiner Angst zu spüren sein wird. Möge meine Liebe mit dir sein, mein Lieber. Alles klar, Obi-Wan Kenobi, Alter. Junge, in diesen Landen sind die Suppen recht wichtig, ne? Hab ich so im Gefühl. Ey, auf gute alte Zeiten, komm, wir kippen das um. Wir kippen... Vase? Ja? Vase? Aha. Pass auf. Und nu? Wie blöd ist... Oh, ich kann nicht rausgucken. Mann. So fühlen sich also meine Hemden. Kommt die? Ich höre was. Geht die vorbei? Die ist halt ein bisschen senil, ne? Musst du wissen. Die checkt das nicht, wo das herkam. Granny! Pogo, klingelingeling. So,
Jetzt wurden die Verhältnisse etabliert. Jetzt fange ich nochmal an. Ich starte jetzt hier nicht bei Tag 2. Hat die hier einen massiven Betonblock davor gesetzt oder was? Ich wurde betoniert. Granny einfach. Aktivistin in der italienischen Mafia. Oh. Das hat mich zu Tode erschreckt. Ich dachte, die kam da raus oder so. Warte mal, ist im Schrank irgendwie? Ne, ich möchte die andere Tür. Ich möchte bitte diese Tür, die vor meiner Nase liegt, aufmachen. Junge, das geht nicht. Perfekt, dankeschön. Guck mal hier. Aha, ich brauche mindestens einen Stein. Aha. Was? LOL! Wie in die Jönsson-Bande um der Cornflakes-Raub, Alter. Geh weg! Ist das laut eigentlich? Nein, das flüstert leise, ne? Oh, perfekt. Kann ich die mit dem Stein bewerfen? Granola? Where are you? Oh, da ist sie! Kann ich sie abwerfen? Ich habe mich in meinem Leben selten so ineffizient gefühlt. Dachte sich auch die Tür. Oh mein Gott, die Sounds! Haltet ein! Oh, ich kann ja rennen. Ah, verstehe. Renn ich sie? Ah! Die hat noch Gehirn! Es ist noch nicht ganz verrunzelt. Soll ich jetzt nochmal anfangen oder machen wir einfach weiter? Oh, die lässt auch nicht locker, ne, die Alte? Ich glaube, dazu muss ich mich verstecken. Hier. Ich sehe nichts! Ich sehe es nicht! Ich sehe es. Mit der Taschenlampe, die da rausleuchtet. Und den klappernden Zähnen. Boah, dann gucken wir mal, was wir zu tun haben, würde ich sagen. Im Leicht. Willst du mich verarschen? Im leichten Modus. Habe ich gehört? Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Es war ein langer Tag. Ich bin schon eine Weile im Geschäft. Da kommt ein bisschen was abhanden an Gehirnzellen. Ihr müsst verstehen, was zur Hölle ist das? Das ist eine Fernbedienung, Alter. Oh, die ist für unten. Oh, I see. Warte mal. Komme ich da überhaupt hin? Weiß ich gar nicht. Ey, ich habe keinen Dunst, wo die ist. Da. Dafür. Oh mein Gott, yes! Da finde ich bestimmt irgendwas grenzgeniales. Aber noch nicht! Noch nicht, Freunde! Hier verstecken? Oh, ich kann. Oh, hier ist ein Secret Room. Kann ich da rein, ohne hier runterzufahren? Ey, wie viele Hauptzutaten der Suppe hier schon gelandet sein müssen. Ich werd verrückt. Da ist eine Münze und mein Bruder. Wo muss ich denn die reinmachen? Granny? Ja? Oh, die läuft hier, glaube ich, vor der Tür rum. Wehe! Ja, sie hat drüber nachgedacht, ob sie jetzt hier reinstolziert. Kann ich das nicht zumachen? Ein Rad! Es gibt schon das Auto! Oh, da ist ein Schlüssel. Puh! Okay! Ich hab's begriffen! Brauchen wir das Rad? Scheiße! Mein fetter Arsch! Hat's umgerissen! Wo kommt sie her? Der Hauptschlüssel ist für ganz vorne, ne? Haben wir mehrere Wege zu entkommen? Das hat sie vom Weihnachtsmarkt. Ich brauche einen Vorhängeschlossschlüssel. Und wozu ist dann der Hauptschlüssel? Nicht für die Haupttür? Oh, shit! Boah, Dings! Sie hat einen Garten! What? Oh, ist das groß. Oh, hier ist der Automat. Alles klar, da kann ich mir einen Espresso ziehen.
Junge, ich bin komplett überfordert. Ich werde den Haupt... Oh mein Gott! Puh! Ich hab mich nicht erschrocken. Ihr habt euch erschrocken. Ich war's nicht. Ihr war das. Wo ist jetzt meine fucking Münze? Oh! Oh! Ho, 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 ho. Junge, was ist mit der? Hört auf, die schlau zu machen. Okay, ich muss hier hin. Wo ist mein Münzchen? Da ist es. Kann ich das da rausfischern? Nee, kann ich nicht. Was habe ich da jetzt geschafft? Habe ich mir eine Coke gegönnt? Was habe ich eigentlich erwartet? Hä? Oh mein Gott, was? Ich finde es übrigens sehr, sehr Premium, dass ich noch überhaupt nichts von dem geschafft habe, was ich eigentlich tun soll. Perfekt, Seth. Au. Ist mal wieder auf dich Verlass. Was haben wir da? Benzinkanister? Wieso soll ich den werfen, Alter? Och, Mann. Kann die auch krabbeln in diesem Update? Warte, die kommt jetzt bestimmt da runter, oder? Es ist alles ein bisschen, das Layout ist halt ein wenig anders. Da muss ich erst mal gucken, wie das hier alles vonstatten geht. Der normalste Gartenschmuck. Okay, ich brauche die Melone, glaube ich. So war es im Original. Die kann ich da köpfen. Und ich brauche den Hebel für den Brunnen. Was ich habe, sind die Location von 2 Kanistern Benzin. Schon mal ein Anfang. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Oh, hier liegen überall Tretminen. Hör auf. Geht immer bloß eine Seite auf, Gott sei Dank. Okay, nischt. Da ist die Melone. Ich kann mich auch unter dem Bett verstecken. Als ob ich das wollen würde. Oh, ich weiß, wo ich bin. Ah. Okay. Nein, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite verriegelt. Das ist also ein Shortcut, den wir freilegen können. Oh, Klärchen. Ey, das mit den Dosen ist exzessiv, Junge. Oh, Alter. Okay. Da war ich vorhin. Ist das Ding umgestoßen. Und das Auto ist natürlich ein... Natürlich nicht da unten. Ist halt irgendwo anders. Warte mal, ich verstecke mich mal hier. Ich weiß nicht, ob das Geräusch sie alarmiert. Ich schätze mal, sie kann da nicht durch, oder? Hoffe ich einfach mal. Ey, wenn ich die Schritte wenigstens einordnen könnte. Okay, kann ich das Ding wirklich voll betanken? Oh, weiß ich jetzt nicht, Alter. Das fährt doch nicht. Wozu brauche ich denn das denn? Ich brauche einen Heizkörper. Einen Heizkörper? Ich hätte mich nicht gewundert, wenn das Ding mit Rapsöl unterwegs wäre. Opa, repariere das Auto. Einige Teile fehlen im Auto und es springt nicht an. Also das Auto. Ich habe auch alle Räder vom Auto verloren und vielleicht ist das Auto nicht betankt. Ich brauche alle Räder einfach. Ich raste komplett aus. Nee, lass mal. Kann ich hier drüber? Kann ich springen? Oh. Hat wunderbar geklappt. Super, Seth. Nee, also... Oh Gott! Kann ich sie juken? Wait, links oder rechts? Ich habe so viel Dead by Daylight gespielt, Alter. Du, oh mein Gott! Die Mind Games! Die spielen mit dem Verstand! Huch! Let's go! Palette, knack! In deine Fresse! Immer in die Fresse rein! Gib mir den. Gib mir den auch noch. Okay, sehr gut. Ich brauche einen Heizkörper, Alter. Oh Gott! Ich brauche Sanitäter! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Wisst ihr was? Ich hol jetzt die Melone, Alter. Die Wassermelone war immer mein Freund. Ah. Ich platziere die schon mal da, glaube ich. Ja, sehr gut. Oh! Da ist ein Schlüssel. Was ist das? Sicherer Schlüssel? Ey, wenn es nur besser übersetzt wäre. Oh Mann. Die kommt hier nicht runter, ne? Auf gar keinen Fall, Alter. Die kann sich nicht ducken. Ihre alten Knochen und so. Kann ich das wieder auf Englisch stellen? Weil das ist irgendwie doof.
Wait, hier? Was ist das jetzt hier? Safe Key. Ach so, für... Ah, ich dachte, das wäre kacke übersetzen. Nee, das stimmt ja fast. Das hätte ich mir denken können. Ja, aber das hilft mir zumindest für anderes. Aber... Safe. Wohnen eigentlich? Pliers. Damit kann ich die Kabel im Keller durchschneiden. Dammit. Bitte komm nicht. Bitte komm nicht hier lang. Oh Mann, die ist so smart. Alter, ich glaub das nicht. Bitte programmiert meine Granny wieder doof. Oh, ich lern's auch nicht. Fuck you. Okay, runter. Runter! Sehr gut. Hier. There's no more left? Ah ja? Sure? You sure about that? Boah, ich weiß nicht, ob die kommt. Warte mal, weißt du was? Wenn ich das hier reinwerfe, ist sie denn verwirrt? Ach, das macht gar keinen Sound. Hey, Granny Original war das nämlich voll der Hackspot hier. Ich glaube, da war der eigentlich da drüben. Da geht die nämlich den ganzen Weg im Haus rum, um dem Geräusch nachzugehen. Und wenn man für, naja, eben kein anderes sorgt, dann hat man sie erstmal los, bis sie wieder zurückkommt. If you collect the pieces of the painting, Granny may give you one more day. Als ob. Oh, hier ist der Safe. Wieso brauche ich da einen Schlüssel? Da ist ein Zahlenschloss davor. Oh Gott, no! Den habe ich beim Fernseher gelassen, ne? Oh. Ich weiß halt gar nicht, was ich jetzt geschafft habe. Mit diesem Electrical-Ding. Kommst du nicht rein? Kommst du hier rein? Nee. Habe ich mir gedacht. Kommst du nicht rein? Kommst du rein? Nee, habe ich mir gedacht. Kommst du nicht rein? Kommst du rein? Nee, habe ich mir gedacht. Kommst du nicht rein? Oh, kann ich ihre Nägel schneiden? Bitte. There's no more left, ne? Dumm. Dumm einfach. Psst. Oh, diese Fußschritte, Alter. Wie soll man das denn auf den schwereren Leveln schaffen zur Hölle? Ich bin schon bei leicht total überfordert. Mir geht die Pumpe. Psst. Padlocky! What? Der ist aber für vorne. Warte, ich will's nochmal hören. Ach, Mist, geht nicht. Schade. Ich habe zero Plan, wo sie ist, ne? Yes. Okay. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Einen Code müssen wir noch eingeben und die Bretter, glaube ich, abmachen. Alles klar. Wir brauchen also noch irgendwie einen, weiß ich, Brecheisen oder so. Was findet man hier? Nix. Shit. Ich noch ein Stück Melone? Das kann ich in die Mikrowelle schieben. Damn, in der Küche ist echt gar nichts? Das glaube ich dir nicht. Oh, hier ist doch was. Nee, eine Banane. Eine Banane. Oh, was ist das? Eine Schaufel. Damit kann ich doch irgendwas ausgraben. Wo kommt sie? Oh, bitte nicht. Ich habe diese Etage hier noch gar nicht richtig abgesucht. Wie gesagt, selbst der Easy Mode hier ist nicht ganz so einfach. Hier ist ein Bild vom Painting nur. War es okay? Box? I need to unscrew all the screws. Also brauche ich wirklich einen Schraubenzieher. Oh! Eine Antenne. Für den Fernseher unten. Auf jeden Fall für den Fernseher.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt kommt. Ich habe Angst, irgendwelche Türen aufzumachen. Das macht mich so fertig. Boah. Scheiße. Oder ist die Antenne für das Ding da? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die Schaufel ist bestimmt für draußen. 100 Pro, Alter. Muss ich damit irgendetwas ausgraben. Aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht wo. Wo kommt sie? Sie kommt bestimmt. Mm. Oh, ich hab's geschafft! LOL! Die träumt nur davon, mich gekriegt zu haben. Die Heizung, Leute. Die Heizung. Oh, LOL. Okay. Ich wusste nicht, dass es das ist. Schraub, Schraub, Schraub. Nein. Oh Gott. Wenn ihr mich hier seht, wie ich da dran rumfummle. Was haben wir da? Eine verdammte Batterie. Boah, jetzt sieht's halt auch echt noch so aus. Als würde ich es mit dem Auto rausschaffen, eher, oder? I need a radiator. Halt doch dein Maul! Halt dein Maul! Mach das da rein! Oh mein Gott! Ich kann damit nicht rennen mit dem Ding. Ach so. Oh Gott, das dauert! Mache! Los! Hell yeah! Kann ich jetzt hier die Batterie einsetzen? Ist doch irgendwie eine. Ist doch irgendwie. Irgendwie. Wo müssen die hin? Oh shit. Okay, du machst dein Zeug und ich guck, wo ich das hier einbastle, ja? Okay, gut. Ja, nee, ich begreife. Es ist alles gut. Wir können das vermutlich auch jetzt betanken. Das Baby. Jetzt haben wir ja den Heizkörper eingesetzt, nicht wahr? Okay, lass mal probieren. Hä? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir holen mal die Antenne. Muss die da drauf? Fernseher macht Sinn wegen dem Code. Wisst ihr, was ich meine? Dass der uns das vielleicht anzeigt. Oh, bitte nicht. Bitte lass mich, Alter. Ey, lass mich einmal kurz, ne? Ja, es stimmt! 6398. Alles klar, ich hatte recht. Scheiße. Mein Gott, Alter! Nice! Jetzt nur noch die Bretter da weg und dann bin ich raus. Aber ich weiß nicht, wo lang. Also, wohin? Ich weiß einfach nicht. Keine Ahnung, wo ich hier noch gucken soll in der verfluchten Bude. Oben, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mal eine Etage höher. Da waren bestimmt noch Räume und Möglichkeiten. Vor allem, wenn du hier bist, Schätzelein. Komm mal her. Komm mal her. Ich hoffe, das lockt sie von drüben dahin. Sie schneidet mir jetzt nicht den Weg ab. Nice! Boah, das hat funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Okay, wunderbar. Hier schon geguckt? Liegen halt überall auch Dosen, ne? Okay. Ja. Oh Gott, no! Come on! Hier ist noch ein Rad! Ah! Alter!
Scheiße! Die kommt! Das war eine Todesfalle, Alter! Ich stech damit, ich stech! Oh, die hört sich so close an, oh mein Gott! Bitte ne! Holy shit! Alter, das haben die mit Absicht gemacht. Ey, sowas von! Okay. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Keine Dose umrempeln, oder wir sind so am Arsch. Ey, bitte komm nicht zurück, ey. Bitte fuck you. Sie ist bestimmt längst wieder unten. Okay, okay. Okay, okay. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Ich weiß nicht, wie man hier reinkommt. Wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie so ein bisschen so geheimgangmäßig. Ich habe keinen Plan. Ich muss es wieder runterschaffen in die andere Etage, weil da war diese Box in dem Wandschrank. Ich hoffe, die machen keinen Sound. Was ist da drin? Oh, das ist nichts! Was? Wie jetzt? Da ist nichts! Ist alle. Och, Spiel, wirklich jetzt? Oh, hier ist noch das... Hier ist noch ein Rad. Ist eigentlich good to know. Oh shit. Oh shit, das war das Rad. Oh shit, das war ich! Ich bin so doof. Alles klar. Okay, Leute. Drittes Rad. Ich kann mich nicht schnell bewegen, wenn ich das schleppe. Ich glaube, sie kommt jetzt gleich da rum. Die beiden sind schon dran. Mir fehlt noch das letzte. Vielleicht muss man das auch erst alles machen, bevor man das betanken kann oder whatever. Ey, ich fahre auch dreirädrig, ne? So ist es nicht. Ich bin da nicht so wählerisch, wenn es um ein Überleben geht. Ich dachte nur. Oh mein Gott, warum ist denn die da? Als ob ich jetzt hätte springen müssen. Hab ich nicht gesehen. Den habe ich legit nicht gesehen da drinne. Ach du Scheiße. Ey, ich... Warte, warte. Ich schaff das mit ihr im Chase. So, sie kommt jetzt von da. Jetzt hat sie mich verloren. Weil sie mir nicht den Weg abschneiden kann. I need a master key? Won't open, I need to open the other locks. Hä, was noch? Was war denn da sonst noch? Hä? Okay, never mind. Ich dachte, ich schaff's jetzt. Hä, Digi, was ist denn da jetzt noch? Da unten. Power Lock. Cutting Pliers. Ach, da brauche ich noch eins. Wo habe ich denn die? Vor Schreck. Oh no, sind die im Keller? Wait, da cool. Oh, ich weiß, wo die sind. Oh, damit würde ich ihre Nägel schneiden. Yes, come to mama. Nicht du. Bitte nicht du. Wait.
Stretch Armstrong, Alter. So, warte. Pass auf. Hell yeah! Escaped! Through the main door! Innerhalb von 3066,9 Sekunden. Hä? Also ich könnte schwören, dass ich... Achso, Sekunden. Egal, ich habe auf jeden Fall eine ganze Weile gebraucht. Und easy war schon nicht so ganz so easy, muss ich ganz ehrlich mal zugeben hier. Liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Es hat mir große Freude bereitet. Ich weiß nicht, warum die das hier so haben, so als Rekord. Die haben jetzt hier auch, guck mal, so eine Game-Session. Also vielleicht für irgendwelche Speedruns oder so, dass man das tracken kann. Also das Spiel ist ja super viel RNG, ne? Ja, aber ey, okay, es hat Fun gemacht. Cool, hier mal wieder reinzuschauen. Granny in einem ganz anderen Look. Gameplay bleibt natürlich dasselbe. Aber, jo, hat mir Freude gemacht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, dumm. Dumm einfach.